Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute bin ich wieder bei der Freiwilligen Feuerwehr Radebeul Ost, wo ich ihren Gerätewagen Gefahrgut vorstellen werde. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Der Gerätewagen Gefahrgut, auch GWG abgekürzt, bietet Platz für drei Kameraden, einen Maschinisten und einen Trupp bestehend aus Truppführer und Truppmann, sowie ganz viel Technik für einen ABC-Einsatz. Das über 8 Meter lange Fahrzeug wiegt knapp 12 Tonnen und ist das bis jetzt längste von mir vorgestellte Fahrzeug auf diesem Kanal. Dieses Fahrzeug bildet die Basis in allen Gefahrguteinsätzen und gehört dementsprechend zum Gefahrgutzug dieses Landkreises. Für diese Einsätze ist auf diesem Fahrzeug alles verlastet, beginnend bei A wie Auffangbehälter, für flüssige oder verunreinigte Stoffe bis Z wie zweiteiliges Bergungs- und Transportfass. Auch Schutzgehäuse für radioaktive Gefahrenstoffe befindet sich auf diesem Fahrzeug. Alarmiert wird der Gefahrgutzug unter anderem bei unklaren Gefahrenlagen mit Verdacht auf umweltgefährdende Gefahrenstoffe. Weiterhin gehört zu diesem Gefahrgutzug ein Einsatzleitwagen 1, ein Löschgruppenfahrzeug LF20 und ein Löschgruppenfahrzeug LF10 sowie ein Dekon LKWP. Folgend zeige ich euch jetzt weiter die gesamte Beladung dieses GWGs. Wenn ihr Fragen zu Gerätschaften auf diesem Fahrzeug habt, könnt ihr sie mir gerne unten in den Kommentaren stellen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und bleibt fasziniert!